Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen es. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Am Mikrofon auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Oh, viel Platz jetzt. Da schießt er. Szene geht weiter. Das ist noch gefährlich. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da kommt der Pass auf außen. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Schönes Pressing jetzt. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Das letzte Auswärtsspiel konnten sie gewinnen und so soll es auch heute aussehen. Und damit sind sie auf einem Aufstiegsplatz gelandet. Ist also heute eine wichtige Partie. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Jetzt ist es gefährlich. Den Ball holt er. Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz mal ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 14 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Da gewinnt er den Zweikampf. Er passt gut auf und hat den Ball. Fängt diesen Ball ab. Der Freistoß, klare Sache. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Da setzt er sich gut durch. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Es gab vor dem Spiel einige Diskussionen um ihn, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen wird, Buschi. Er hört auf,
Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört er auf, hört er nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleistet, so viel erreicht. Der klassische Musterprofi. Weg ist der Ball. Ball kommt in die Mitte. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Kann er was draus machen? Jetzt kann, da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gibt Abstoß. Schauen wir uns nochmal eine Aktion von ihm an. Er nimmt das Risiko, wird aber nicht belohnt. Sergio Ramos am Ball. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Die Chance jetzt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Den klärt er mit diesem guten Kopfball. Jetzt der Vorstoß. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Schöner Einsatz hier jetzt auf Außen. Röde. Er holt sich den Ball. Guter Pass jetzt. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt kommt der Schuss. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Klasse Chance jetzt. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Souverän, er hat den Ball. Jetzt Sergio Ramos. Pass auf den Flügel. Etwas zu weit dieses Zuspiel. Ball wird wohl beim Keeper landen. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich.
Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Toller Pass. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ball ist wieder weg. Sergio Ramos jetzt. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Kann er was draus machen? Klasse Einsatz. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Jetzt der Eckball. Da ist die Flanke. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gibt Einwurf, der Kopfball geht ins Seitenaus. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da kommt der Pass. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Ball vertändelt, er geht raus. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Mali. Da kommt der Pass auf außen. Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt kommt der Wechsel. Jung. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Ball ist draußen, es gibt Abstoß.
20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, mit viel Übersicht. Gute Chance. Da macht er ihn rein. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Fröde. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Er spielt den Pass auf den Flügel. Hereingabe jetzt. Er ist da und kann den Ball hier klären. Da oben, der fordert den Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Schönes Anspiel. Jetzt der Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Schuss! Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Jetzt kommt hier der Wechsel. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Ball kommt an, gefährlich! Wird Abschluss geben jetzt. Das könnte vielleicht was werden. Gefährlich! Die Chance jetzt! Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und Tor! Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans jetzt freuen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.
Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie liegen deutlich vorn. Hier gibt es für Sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind Sie in allen Belangen unterlegen. Schlusspfiff, nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was Sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragt. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Oh, viel Platz jetzt. Da schießt er. Szene geht weiter. Das ist noch gefährlich. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Knapp vorbei am Tor, guter Versuch. Toller Pass. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, mit viel Übersicht. Gute Chance. Da macht er ihn rein. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gibt Ecke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen.